Und Digitalisierung ist ja das große Motto auf dieser CeBIT in Hannover. Heute hat die Telekom aber noch ein ganz eigenes Motto ausgerufen. Es geht heute um Start-ups, diese kleinen Unternehmen, ja, die im Hintergrund fast schon heimlich die Welt regieren, weil aus einer Garage Weltkonzerne werden, weil aus kleinen Lofts in Berlin, Hamburg und München Ideen entwickelt werden, wo Menschen im Silicon Valley nur staunen können und sagen, hey toll, dass Deutschland bei der Digitalisierung mit dabei ist. Und die Telekom hat natürlich auch das Thema Start-ups erkannt und ist da ganz früh schon mit rein, unterstützt Start-ups. Es gibt sogar eine eigene Initiative dazu. Aber ich würde sagen, wir gucken uns jetzt erstmal diese Menschen an. Also diese Typen, diese quirligen Typen mit ihren Start-up-Ideen. Jetzt gibt es eine sehr schöne digitale Lösung. Die ist zum Beispiel was für die Menschen, die von sich aus gedacht haben, naja, ob Digitalisierung für mich ein Thema ist, weiß ich gar nicht. Und so ist es ja tatsächlich auch auf der Straße. Die Digitalisierung ist auch im Jahr 2017 noch ein Thema, wo es viel Redebedarf gibt. Was ist eigentlich in der Cloud und wie sieht es dann mit der Privatsphäre aus? Speicherst du deine Daten in der Cloud? Warum? Du gleich so, nein, auf gar keinen Fall. Weil ich total überfordert bin von dem System. Was, in der Cloud? Keine Ahnung, was ist das? Was ist eine Cloud? Eine Wolke. Was würdest du niemals in der Cloud abspeichern? Wie ich in Badewanne sitze. Meine Bankinformation und meine Telefonnummer. Welche Daten? Oh Gott. Also ich meine, wir sind ja hier gerade beim Bezahlen. Ja, zum Beispiel das hier, alles. Also persönliche Daten, Codes jeder Art, PIN-Codes. Wenn ihr online bestellt, welche Daten würdet ihr niemals angeben? Naja, Kontodaten. Ah, das ist schwierig beim Online-Bestellen, wenn du keine Kontodaten angibst. Ja, ich versuche dann meistens die von meiner Mutter zu nehmen. Ist das sicherer? Ja, für mich schon. Was passiert eigentlich in der Cloud? Ah, niemand weiß das. Ja, das ist genau die große Frage. Man soll eigentlich sehr vorsichtig sein. Bedeutet aber nicht, man soll das nicht benutzen. Ja? Gibt es Sachen, die sind nur in deinem Kopf und nicht in der Cloud? Ja. Also, ein paar Sachen behält der Mensch dann doch noch für sich. Für alles andere gibt es die Cloud der Telekom, die natürlich nach deutschen Datenstandards gesichert ist und damit eine der höchsten Datenschutzansprüche genügt, die wir in Europa überhaupt haben. Wenn nicht sogar es der höchste Datenschutzanspruch ist. Puh, schwierige Worte am Mittwochmorgen. Ich hole mir Verstärkung auf die Bühne. Und zwar eben von einem, der aus so einem Start-up-Unternehmen kommt, der eine clevere Idee hat, die ganze Welt interessiert, wo lange dran gearbeitet wurde. Ich habe gerade schon gesagt, es ist die Idee, Menschen in die Digitalisierung zu bringen, die vielleicht gesagt haben, ich weiß gar nicht, ob das was für mich ist. Ich weiß gar nicht, ob ich das in meinem kleinen Kiosk auf der Ecke überhaupt brauche. Wir werden uns davon überzeugen lassen, und zwar von Marc Böhm von N4 und von Robin Westermann von der Telekom. Hallöchen. Hallo. Tag. Hallo Robin. Hi Simon. Grüß dich. Also, jetzt habe ich schon so viel Spannung aufgebaut, Marc. N4 ist was für eine digitale Lösung. Für wen ist das interessant? Genau, der Impulsgeber, den wir im Prinzip vor 7 Jahren hatten, als wir mit der Entwicklung der Lösung begonnen haben, war die Beobachtung, dass wir einfach gemerkt haben, es gibt eine unglaubliche Diskrepanz zwischen dem Digitalisierungsgrad, den Großunternehmen haben, wie eine Lufthansa, wie eine BMW, die ein großes IT-Budget haben, die große IT-Kompetenz haben und es sich einfach leisten können, ihre Warenwirtschaft zu verknüpfen mit der Buchhaltung und einfach ihr ganzes System zu digitalisieren und automatisierte Arbeitsabläufe zu schaffen. Und wir haben aber gemerkt, das brauchen eigentlich kleine Unternehmen auch. Aber die kleinen Unternehmen, so ich sag mal, von den meisten 0 bis 20 Mitarbeiter in der Kategorie sind, die haben solche Lösungen nicht, weil die haben A, nicht das Know-how dafür, die können auch mit dieser Komplexität gar nicht zurechtkommen und denen fehlt natürlich auch das Budget. Die können keine 50.000 Euro ausgeben, um eine tailor-made Software-Solution zu bekommen. Aber das heißt, was tut ihr für die? Wo helft ihr denen? Wir haben im Prinzip eine Lösung entwickelt, die es ermöglicht, kleine Betriebe Plug-and-Play out of the box zu digitalisieren und ich sag mal mit einer intuitiven Benutzerführung eine Plattform zu schaffen, die sich zusammensetzt aus Software- und Hardware-Komponenten, die bei uns beide entwickelt wurden, aus einem Hause kommen, also wie man das von Apple kennt, im Prinzip wir das ganze Ökosystem gebaut haben und steuern und dadurch auch einfach sicherstellen, dass einfach alles nahtlos miteinander funktioniert, alles integriert ist und ich einfach so eine nahtlose Nutzererfahrung habe. Sag mal ein Beispiel. Und wir bilden da zum Beispiel ab Komponenten wie eine Warenwirtschaft, dass ich zum Beispiel mein lokales Geschäft habe, dass ich einen Online-Shop betreiben kann, alles miteinander vernetzt ist, dass ich Kartenzahlungen im Geschäft annehmen kann, dass ich meine Mitarbeiter verwalten kann, dass ich meine Buchhaltung mache und dass ich diese ganzen Themen, mein ganzes Unternehmen digital, meine ganzen Prozesse abbilden kann und sie aber eben auch
auf verschiedenen Plattformen nutzen kann, weil unsere Lösung muss nicht nur auf dem Kassengerät etc. genutzt werden, sondern sie kann auch auf dem iPad-Tablet, auf dem Android-Tablet, zu Hause am Laptop genutzt werden. Alle Änderungen werden immer synchronisiert, sind überall verfügbar. Das heißt, ich kann als Geschäftsführer in München sitzen und schauen, wie sind meine Tagesumsätze und kann schauen, was machen meine Mitarbeiter gerade in meinen drei Salatbar-Filialen oder Coffeeshop-Filialen. Ohne, dass ich eine eigene IT-Struktur habe, genau, und so weiter. Genau. Jetzt ist die Telekom einer von vielen Investoren, die bei euch mit dabei sind. Warum? Kann ich vielleicht ein Wort dazu sagen? Ja. Also wir bei der Telekom haben natürlich auch gemerkt, dass Digitalisierung nicht nur ein schmückendes Wort ist für die großen Konzerne, sondern Digitalisierung betrifft eigentlich jeden Einzelnen und jedes Unternehmen, gleich welcher Größe. Also auch die ganz Kleinen, die heute vielleicht noch gar nicht sich wirklich mit der Digitalisierung beschäftigt haben oder sich es noch nicht leisten konnten, damit zu beschäftigen. Und da genau hat N4 das richtige Produkt. Und wir als Telekom wollen ja sowieso Digitalisierung oder die Möglichkeiten und Chancen der Digitalisierung demokratisieren. Heißt, für jeden verfügbar machen. Und die Zusammenarbeit mit Startups bietet sich da einfach perfekt an. Okay, wie sieht die genau aus? Ja. Also im Endeffekt, entweder fördern und kooperieren wir mit Startups. Insbesondere Startups mit digitalen Geschäftsmodellen, die auf dem Geschäftskundenmarkt, also sprich B2B-Markt kommen. Denn ich mache es mal vielleicht ganz konkret. Viele Gründer, viele Startups haben heute ein super kreatives, engagiertes Gründerteam und bauen eine super Value Proposition auf. Ja? Tolle Produkte. Die Sache ist einfach immer nur, dass zu einem erfolgreichen Geschäftsmodell deutlich mehr notwendig ist als nur eine tolle Value Proposition. Man braucht zum einen Infrastruktur, damit die Value Proposition überhaupt läuft und provisioniert werden kann. Und zum zweiten auch den Marktzugang. Ja? Und denn nur, wenn beides auch neben einer tollen Value Proposition da ist, dann gibt es ein erfolgreiches Geschäftsmodell. Ich mache es mal ganz, vielleicht noch ein bisschen konkreter und gehe ganz kurz auf Infrastruktur, gerne, aber auch Kundenzugang ein, und zwar Infrastruktur. Wir bieten heute Startups skalierbare Lösungen aus der Cloud. Das heißt, dass die Ressourcen, die IT-Ressourcen, die passen sich dem Startup-Business an, der Geschäftsentwicklung an und nicht andersrum. Damit halten wir Startups den Rücken frei, damit sich Startups darauf konzentrieren können, was eben wichtig ist, und das ist in das Business. Auf der anderen Seite Kundenzugang als zweite wichtige Komponente der Telekom, dass sie quasi hier sind wir quasi Brückenbauer. Was heißt Brückenbauer? Startups gehen typischerweise nicht an den Start mit einem Kundenstamm, ja, sondern sie sind meistens relativ neu, haben auch nicht wirklich Marketing- und Vertriebsstrukturen. Müssen erstmal laut sein und trommeln, damit sie Aufmerksamkeit bekommen. Genau, und da bietet sich eben die Telekom als starker Partner an. Wir sind quasi in Kontakt und in Kontakt mit nahezu jedem Geschäftskunden in Deutschland, und diese Kontakte, die scheren wir auch, wenn es Sinn macht. Das heißt, wir wissen, welche Bedürfnisse unsere Mittelstandskunden haben, auch unsere ganz kleinen, und wir wissen, welche Startups am Markt sind und welche tollen innovativen Lösungen da sind. Das ist übrigens auch genau das, was das Tech-Boost-Programm, was am Montag hier offiziell gelauncht wird, macht. Erstens Infrastruktur für Startups, den Rücken frei halten, und zweitens Kundenzugang schaffen, damit Startups wirklich auch skalieren können und im B2B-Segment erfolgreich werden können. Das heißt, ihr geht bei N4 nicht nur rein und gibt Geld, sondern leistet noch mehr. Vielleicht bleiben wir einfach beim Beispiel mit eurer Firma. Was tut ihr außer Geld geben noch als Telekom? Ja, genau. Also wir planen aktuell eine tiefgreifende Partnerschaft für Deutschland. Ja, wir sehen halt Telekom als Digitaler des Mittelstands, also auch der Kleinstkunden, Kleinstunternehmen bis 20 Mitarbeiter, und auf der anderen Seite N4 als jemand, der eine Lösung gebaut hat, die zum allerersten Mal Digitalisierung für Kleinstunternehmer anfassbar, erlebbar macht und mit echten Mehrwerten hinterlegt. Ja? Das ist ein perfekter Fit. Für wen ist N4 was? Also wir haben gerade schon gehört, für die kleinen Unternehmen bis maximal 20 Mitarbeiter. Ich habe als Beispiel jetzt mal den Kiosk an der Ecke gebracht, aber es kann natürlich größer sein, ne? Wir haben gar keine Beschränkung auf die Mitarbeiterzahlen. Sie können mehrere Filialen haben, Sie können eine einzige Filiale haben. Wie gesagt, der Grundgedanke war, die Zielgruppe sind kleine Unternehmen. Von denen gibt es 200 Millionen auf der Welt. Die allermeisten von denen fallen in diese Kategorie, ungefähr 0 bis 20 Mitarbeiter. Und wenn man sich dann die mal genauer anschaut, haben wir gesagt, zum Start unterstützen wir vor allem drei Bereiche, die alle gemeinsam haben, dass sie alle ein lokales Ladengeschäft haben, eine lokale Ladenpräsenz haben sozusagen. Das sind einmal die Bereiche Einzelhandel, ja, eine Modeboutique, ein Lebensmitteleinzelhändler. Dann haben wir den ganzen Bereich Gastgewerbe, darunter fallen Hotels, Coffeeshop, aber auch Restaurants mit Tischservice. Und im dritten Bereich das ganze Dienstleistungsgewerbe. Das können Werkstätten sein, Autowerkstätten, das kann ein Friseur sein, ein Tattoo-Studio, die halt natürlich alle unterschiedliche Anforderungen haben, aber alle brauchen sie eine digitale Kasse, weil sie vor Ort auch Termine entgegennehmen, weil sie Kunden kassieren, ein lokales Ladengeschäft haben. Das heißt, dem Friseur reicht wie bisher zum Arbeiten nicht nur seine Schere, sondern er braucht quasi die Struktur dahinter. Genau, weil es ist ja sozusagen so, dass auch wenn man, ich sag mal, ein sehr manuelles Geschäft hat, ein rein Handwerksbetrieb,
hat man ja trotzdem den Digitalisierungsbedarf. Weil am Ende heißt ja Digitalisierung nicht, dass ich irgendwie eine App verkaufe, sondern Digitalisierung heißt ja vor allem, dass ich es schaffe, meine ganzen Prozesse miteinander digital abzubilden, zu verknüpfen und zu automatisieren, sodass ich am Ende des Tages weniger Fehler mache, mehr Struktur habe, mehr Zeit spare und mich einfach mehr um mein eigentliches Geschäft kümmern kann, um meine eigenen Kunden kümmern kann. Und das ist sozusagen die Setzung dahinter. Was macht die Zusammenarbeit von so einem Technikriesen wie der Telekom und euch als noch kleinem Unternehmen so erfolgreich? Also zum einen erlauben wir es natürlich der Telekom sozusagen eine Lösung an den Markt zu bringen, die wir jetzt sehr lange entwickelt haben, die nicht die Telekom selber entwickeln musste und die sie natürlich dann auf einen Schlag ihren eigenen Kunden auch anbieten kann und ermöglichen so natürlich im Tandem zusammen mit der Telekom eine innovative Lösung an den Markt zu bringen. Und natürlich haben wir auch sehr viel Know-how, was man so in einem großen Konzern hat. Sag mal, in einem Startup ist es natürlich, wird in der ganzen Startup-Branche, da spricht man immer gerne arrogant, dass die großen Konzerne träge und behäbig sind. Aber am Ende ist es so, dass gerade der große Tanker und das kleine Schlauch. Genau, aber dass gerade die Großkonzerne einfach teilweise unglaublich gute Prozesse haben und einfach wie eine well-oiled Maschine funktionieren. Auch haben wir sehr viel Kontakte haben, sehr viel Know-how bei den Kunden, beim Service weitergeben können und uns auch darum wahnsinnig unterstützen können. Ja, Marc, du hast es ja gerade schon gesagt. Wir sind eigentlich dafür da, das Produkt wirklich nachhaltig am Markt zu verorten, ja. Man muss aber ganz ehrlich auch zueinander sein und sagen, okay, die Zusammenarbeit, und das ist auch kein, glaube ich, Geheimnis zwischen Konzernen und Startups, ist nicht mehr einfach. Ja? Es ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass Startups und Konzerne oftmals fundamental anders arbeiten. Ja? Das ist oftmals auch eine kulturelle einfache Herausforderung. Ja. Wie schnappt ihr euch diese Herausforderung? Also wie stellt ihr euch der? Wie arbeitet ihr im Unternehmen damit? Ja, vielleicht ganz kurz vorab, prinzipiell kann man sagen, dass die Kombination aus Konzernen und Startups, die auf dem Papier immer gut zusammenpassen oder oftmals gut zusammenpassen, nicht quasi per se in erfolgreichen kooperativen Geschäftsmodellen mündet. Ja? Vielmehr müssen sich beide Partner aufeinander einstellen. Wir bei der Telekom machen das beispielsweise so, indem wir eben neben unserer Venture Capital Sparte der deutschen Telekom Capital Partners und unserem Hubraum, der Accelerator und Inkubator ist, eine Vertriebs- und Marketing-Einheit aufgebaut haben. Die nennen wir jetzt Team Startup Kooperation. Da gibt es halt Menschen, die erstens das operative B2B-Segment und Geschäft der Telekom verstehen, aber zweitens auch Startup-Sprache sprechen können. Der Spagat ist nicht immer ganz einfach, aber erfolgskritisch, damit erstens erfolgreiche Kooperationen stattfinden können und zweitens auch Startup-Innovation für unsere Mittelständler und den Mittelstandsmarkt verfügbar werden kann. Ja. Wenn wir es fürs Handwerk übersetzen, heißt das, ihr schmiert die Mettbrötchen, ihr packt die Zwiebeln drauf und liefert sie aus. So ist es. Enfor, vorgestellt bei uns am Startup-Tag auf der CeBIT 2017. Danke, dass ihr unsere